Jawohl, so und nicht anders. Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy 15. Beim letzten Mal sind wir hier in der Sektnautus-Festung stehen geblieben. Und hier geht's weiter. Ich möchte gleich mal vorneweg sagen, dass diese und vielleicht auch ein paar der nächsten Folgen ein bisschen komisch klingen könnten von meiner Stimme her. Ich war gestern auf einem Konzert, hab vielleicht einmal zu oft mitgebrüllt und ich habe auch nicht so gut geschlafen, weil ich immer wieder wach wurde, weil mir echt alles wehtut. Aber es hat sich gelohnt. Wir sind am Hangar. Wow, riesig. Kommen wir von hier aus zum Zentrallift? Durch das Tor am anderen Ende. Mhm. Weil wir hier auch jetzt original einmal durchmarschieren werden, ne? Euer Majestät, nicht mehr weit bis zu eurem geliebten Kristall. Als Belohnung für deinen bisherigen Erfolg habe ich ein Wiedersehen mit einem Freund arrangiert. Beinahe hätte er zu deiner Familie gehört. Warum? Natürlich. Oh, bitte. Tötet mich. Er ist zum Sieger geworden? Verdammt! Ja, ich versuche ihn zu töten. Ja. Lol. Einmal kurz die Königswaffen ab. Ignis, eine Schwachstelle. Ich tu mein Bestes, Ravos. Prompto. Komm, noch ein Schnappschuss vom Prompto und krieg gleich ein gutes Thumbnail. Ja. Gegen sowas ist ja eine Pott gewachsen. Nice pariert. Noch ein Schnappschuss. Falls der erste nichts geworden ist. Oh, da hinten steht er. Ich bin versteinert. Ah ne, ich hab Stopp. Oh, wo ist mein Allheil? Okay. Kein Erbarmen mit Verrätern. Doch am Ende mussten sie alle einen hohen Preis zahlen. Das ist schrecklich.
Also können sie Menschen in Sicher verwandeln. Habt ihr das noch nicht mitbekommen? Hey, Gesellschaft! Ach, der Fall sicher. Okay, gegen was sind die alle anfällig? Weil dann zimmere ich erstmal ein paar Zauber ran. Du hast Feuer. Du magst auch kein Feuer. Okay, Voraus kann ich nicht sehen. Ausrüstung. Halt. Magie. Ausrüstung. So wird das nichts. Sie werden nicht weniger. Nacht, du musst alleine weiter. Was? Wenn du die Kraft des Kristalls hast, haben wir vielleicht eine Chance. Wenn du hier bleibst, sind wir alle verloren. Los, es ist unsere einzige Hoffnung. Aber was ist mit euch? Wir kommen schon klar. Los, na, geh! Ich glaube, alleine schaffst du es schon mal zum Kristall. Komm. Okay, und wo ist er? Wird es nicht langsam Zeit, dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen? Ah, da ist der Lift. Rein hier. Tschüss. Ups. Der Hangar wird abgeriegelt. Bitte vom Tor zurücktreten. Nö. Oh, so nah und doch so fern. Weißt du, mit der käsigen Steuerung. Hier muss ich zum Kristall kommen. Opfert seine Freunde für das Wohl der Welt. Ein wahrer Narrisch. Tretet empor, euer Majestät. Mit der käsigen Steuerung soll ich hier durchrennen, ne? Die Kraft des Kristalls zu erlangen, musst du alles andere aufgeben. Versiegelt. Wehe, ihr sterbt mir. Man kann doch einen der Götter da reincasten. Weißt du, einmal Titan gecastet oder Ramu? Noch leben. Ramu ballert ja auch durch mehrere Meter Boden. Erinnerst du dich an alle, die bereits gestorben sind? Weißt du noch, was ihre letzten Worte waren? Wartet auf mich! Ich bin sofort wieder da! Nur noch diesen Gang entlang. Nur noch. Hoffentlich finde ich den Kristall da auch. Ich bin für alle die letzte Hoffnung. Ist das das Final Fantasy Prelude, was im Hintergrund steht? Gut gemacht, Noct! So, ein abgewandelter Form. Bitte gib mir Kraft. Für den Kampf. Was? Der König des Lichts. Du kannst ihn tatsächlich berühren. Es war einmal vor langer Zeit. Eine Welt, die von einer unheilbaren Plage heimgesucht wurde. Ein kleines Mitbringsel des Meteors. Dunkle Parasiten befielen Eos
und verwandelten ihre Wirte in seelenlose Monster. In Lucis lebte ein Mann, der die Kranken heilen konnte. Er bewahrte sie vor ihrem Schicksal, indem er Scharen von Parasiten in seinen eigenen Körper aufnahm. Doch ein missgünstiger König, selbst noch nicht erwählt, fürchtete sich vor der Selbstlosigkeit des Mannes und ließ ihn töten. Er denunzierte ihn als Monster. Ich heiße tatsächlich Arden, allerdings nur in Kurzform. Den Nachnamen habe ich ausgelassen. Arden Lucis Kailum, mein Name. Von wem war nochmal der Name Izumi? Dich als Sterblichen zu töten bringt mir gar nichts. Werde eins mit dem Kristall. Werde zum König des Lichts. Dann werde ich dich, den Kristall und die Kraft, zusammen vernichten und endlich meine lang ersehnte Rache nehmen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ich amüsiere mich hier, bis du zurückkommst. Das warst du nicht mit Arden. Bachamut. Der gefallene Sohn Lucis ist Arden, der von der Dunkelheit verseucht wurde
heilte die Seelen und nahm die Parasiten der Finsternis in sich auf. Doch statt Krankheit brachten sie ihm ewiges Leben. Den Körper besudelt, vom Kristall verschmelzt, blieb dem einst selbstlosen Retter die Regentschaft als König verwehrt. Seitdem wird er einzig vom Sinn nach Rache an die Lysis getrieben. Und so ward die Welt in Finsternis gestürzt. Doch erst wenn er dich, den vom Kristall erwählten und von den alten Regenten beschützten König vernichtet hat, wird er Ruhe finden. Das einzige Mittel, mit dem der Unsterbliche gerichtet werden kann. Die Königswaffen und die Magie des Kristalls erheben dich sogar über die Götter. Mit ihnen vermagst du der gefallenen Welt Läuterung zu bringen. Doch um diese gewaltige Kraft zu entfesseln, ist ein Opfer vonnöten. Dein Leben für den Thron. Opfere dein Leben im Austausch für die wahrhaftige Kraft, dann wird alles ein Ende finden. Die Dunkelheit und ihr einsamer Gebieter werden weichen und Eos wird in neuem Licht erstrahlen. Entsage der Welt und den Freuden des Lebens, erfülle deine Bestimmung als Auserwählter. Sodann öffne dich dem Kristall, empfange die Kraft des wahren Königs. Ist vollbracht. Kehre zurück in dein Reich, wo der Herrscher der Finsternis wartet. Stürze den falschen König vom Thron und erfülle deine letzte Pflicht. Ich glaube, ich muss mich umziehen. Weil das Aussehen passt für den alten Noctis halt gar nicht. Der junge Noctis war süß mit den Katzenöhrchen und dem Katzenschwänzchen, aber... Naja. Der alte. Umbra. Sie warten in Hammerhead? Auf mich? Das Schicksal des Auserwählten. Na, wie viele Jahre sind vergangen? Fotos zum Speichern. Scheiße, ich habe keinen Platz mehr. Ups. Okay, hier habe ich schon eines gelöscht.
Ups. So. Ja, auch beim Angeln brauche ich nicht. Ah, das ist witzig, finde ich irgendwie. Damals, als Ignis noch sehen konnte. Das Gruselfoto, das behalte ich auch mal. Das hat auch was. Ist das Titan? Okay. Kapitel 14. Heimkehr. Und ich beende ganz schnell die Folge, bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.